Wir gelangen nun zum 11. Punkt der Tagesordnung. Bericht des Rechnungshofausschusses über den Bericht des Ständigen Ausschusses. Und wir wechseln in den Rechnungshofausschusses. Geht es um den Bericht des kleinen Urschusses. Der Unterausschuss des Rechnungshofs, also auch der kleine Urschuss genannt, ist seit Jänner 2021 in 11 Sitzungen mit 21 Auskunftspersonen, darunter unter anderem Bundeskanzler, Finanzminister, Expertinnen der Ministerien, die Beschaffungsvorgänge und Auftragsvergaben der Bundesregierung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie geprüft. Dabei geht es um ein rechtlich sehr breites Themenspektrum, von der Impfstoffbeschaffung bis zu den FFP2-Masken. Die SPÖ und die NEOS haben dafür im Nationalrat ein entsprechendes Verlangen eingebracht. Der Bericht des Unterausschusses liegt nunmehr samt kritischem Minderheitsbericht der Opposition vor und steht jetzt im Plenum zur Debatte. Wurde verzichtet und